Der Chef der US-Anti-Doping-Agentur Travis Tygart hat im US-Fernsehen in der Sendung 60 Minutes Sports bestätigt, dass Lance Armstrong versucht habe, der Agentur eine riesige Zuwendung zukommen zu lassen, um Ermittlungen zu vertuschen. It was a significant financial donation. Es war eine beträchtliche Zuwendung verglichen mit den sonstigen Spenden. Es war ein Selbstbehalt von $150,000. Mehr als eine Viertelmillion? Etwa um den Dreh. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Ich war fassungslos. Dachten Sie, gekauft zu werden? Es war ein klarer Interessenkonflikt. Wir haben nicht gezögert, dies abzulehnen. Armstrongs Anwalt Tim Herman sagt natürlich, dass diese Geschichte nicht stimmt. Armstrong selbst wird sein erstes Interview seit der Verurteilung am 17. Januar bei Oprah Winfrey geben, der Beichtsmutter Amerikas. Dabei soll es auch um die Betrugsvorwürfe gegen ihn gehen. Armstrong werde sich zu den jahrelangen Anschuldigungen des betrügerischen Verhaltens äußern, heißt es auf der Seite Oprah.com. Und auch zu seinen Beteuerungen, niemals gedopt zu haben. Er ist aber nicht der erste Sportler, der sich in einer Show wie dieser erklärt, in den USA fast schon Ritual. Winfrey interviewte so 2009 bereits die gefallene Golf-Ikone Tiger Woods nach dessen Sexskandal. Ein Jahr zuvor gab die US-Leichtathletin Marion Jones das erste Interview nach ihrer Gefängnisstrafe. Auch sie hatte unter Meineid ausgesagt, niemals gedopt zu haben, so wie Armstrong.